Welcome back to another German Food Review, and it's Balzac coffee time. Yeah, Balzac, I don't know how to pronounce this, Balzac. no idea. Yeah, if you'd like to try it, please upload a video and pronounce this word here, and this. Okay, yeah, as you can see, it's a coffee, it's an iced Americano. Yeah, but we have to check something in a second, and there's more stuff. That's a yogurt. Here's a yogurt, and oh, a spoon, and a napkin without asking, that's good. Nice looking spoon, high quality plastic. Ooh, damn. Okay, yeah, and here's the yogurt, Früchte yogurt, so it's a yogurt with fruits and cereals on top. Okay, and what's the other stuff? Let's get rid of this one. There's the bill inside, okay. And again, a napkin, okay, and a pretzel. That should be a buttered pretzel, so what the heck is this? Okay, that, oh yeah, that looks good, right? A lot of butter, but it's, this cut here is strange. Okay, it's not 100% cut, just a little bit here, okay. Mm-hmm. Yeah, anyway, let's do a thumbnail, and then we have to check the bill, because this coffee here was quite expensive, and I'm not so sure why. Yeah. So let's zoom in a little, and oh, that was too close. So you want to see the pretzel, right? Okay, that will be the thumbnail. And now let's take a look at the bill. So first of all, Balzac coffee bar. Put some plots, yeah. And yeah, look at this price here, Americano, €2.95, okay, but plus two shots of espresso, €1.20, so in total €4.15 just for the coffee. Now that is too expensive, €4.50, come on, that is like €1.50 more than Starbucks. And Starbucks is already, yeah, expensive, I would say. And then it's a pretzel with butter and yogurt with fruits. In total, €8.15. Yeah, €1 or so too much, I think. Anyway, let's take a look at the picture here. That's the old picture, okay. And here's the price. And there it says €3.20 for the large one. But yeah, this is not on the wall at the moment. No iced coffee in the winter or so, don't know. Anyway. Enough complaining. Let's check the pretzel. Is the salt on it? A little bit of salt. And butter, as you saw here. And yeah, let's have a bite right here. I love pretzels. Yeah, butter pretzel is good. Makes the pretzel even more tasty. Yes, without butter, they should cut the whole pretzel like Ditch does. Here we go. What's a tasty pretzel. What's the price? €1.50. Yeah, that's okay. Here we go. Salty. Pretzel, and with butter, it's creamy. Oh, that's good. Yeah. There's also a cream cheese version. But I thought butter, more calories, more is better. So, the butter version, and here's the Früchte yogurt. So, yogurt with fruits. Not sure what kind of fruits. Just red fruits. And your cereals on top. Nice cup. Balzac Cafe again. Let's open this one. And sniff test. Smells like cereals. Okay. Yeah, first of all, a sip of this expensive coffee post. Yeah, it's super, oh, it's super strong. Not sure about the two extra shots of espresso. Yeah. It's very strong, but it's not bitter or so.
tastes good. It's too expensive. And I wanted more ice. I want more ice. Prost. Yeah, this is a very strong coffee. But okay, it's not that bad. Just too pricey. Let's eat yogurt and cereals. Here we go. Yeah, I have to reach the bottom without destroying the whole design here. Is that possible? What do you think? No idea yet. Let's try this here. Here we go. It's, yeah, yogurt, not sweetened. Okay, let's try to hit the... It's just a little bit. Uh-oh. Yeah, it's not sweet at all. It's more sour. Okay, maybe they should mention this. Here we go. But tastes good. Very fresh, creamy. And I like the cereals. Yeah, but a little bit of sugar also would be good. Oh yeah, nothing wrong with the flavor. Okay, here's a fruit piece. What is this? Raspberry? Can you see something? I don't know. Here we go. It's fresh. A little sour, not sweet. Pretzel. That is awesome. And now a little bit of caffeine. Prost. Yeah, the Starbucks cup is also a little larger or taller. I'm not so sure about the width, but it's taller a little bit. So that's definitely something is wrong with the price here. Also, anyway, yeah, how much would you pay for this? €8.15. Or €5 or €3. Let's get a bite of this tasty pretzel, yeah? This butter is nice. Creamy yogurt. No, it's a little creamy. Okay, here we go. But it's tasty, well, and it's a nice, very nice presentation. And I like this spoon here, high quality spoon, nice. Okay, one tiny bite more, yep. With butter, of course, here we go. Yeah, rating, of course, a thumbs up. The food from Balzac Coffee is very nice. Feels like homemade food. It tastes like homemade food, I mean. But this coffee here, not sure about. He made a mistake or so. Too pricey, but tastes good. Even that strong, it's quite good. Prost. But, yeah. Starbucks has a better system. I said I want more ice and nobody noticed or so. Anyway, thumbs up. Yeah, it's quite tasty. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt etwas von Balzac Coffee. Wie würdet ihr das aussprechen? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, wie würde man das in Deutsch sagen? Ich meine, Coffee ist ja nicht deutsch. Aber sagen wir mal Kaffee. Balzac Kaffee. Wie auch immer, wenn ihr euch traut, dann ladet einfach ein Video hoch, wo ihr das hier aussprecht, auf Deutsch und auf Englisch, ne, so wie ihr wollt halt. Mal gucken, ob das jemand macht. Aber es gibt einen Kaffee und hier bei dem Kaffee stimmt irgendwas nicht, nicht am Geschmack. Den kann ich schon mal sagen, der schmeckt gut, obwohl er so richtig dunkel ist. Dann gibt es noch ein Früchtejoghurt mit Müsli obendrauf. Ja, und zwar rote Früchte. Ja,
Ich weiß nicht genau, was rote Früchte bedeuten soll. Hat es irgendeine Bedeutung, wenn ihr das wisst? Ich meine, hier steht nicht drauf, was es ist, sondern nur roten Früchten. Wahrscheinlich Himbeere wird dabei sein. Noch mehr, keine Ahnung. Ja, und es gibt noch eine sehr leckere Brezel mit Butter drauf. Ja, deshalb bin ich eigentlich reingegangen, wo ich diese Brezel gesehen habe. Und die kostet 1,50. Würde ich sagen, ist nicht überteuert. Das geht. Da ist Butter drauf, allerdings ist das nur hier hinten. Bei Ditch schneiden die ganze Brezel auf und machen Butter drauf. Aber hier ist dann richtig viel Butter drauf. Bei Ditch ist weniger drauf. So, beides hat Schwächen, aber okay. Ja, kommen wir gleich zu. Hier ist erstmal der Preis. Erstmal die Location. Und fangen wir erstmal mit der Brezel mit Butter an. 1,50 dafür, würde ich sagen, ist nicht zu teuer. Ja, es geht. Früchte, Joghurt 2,50. Keine Ahnung, womit man das vergleichen kann. Ja, muss man ja nicht kaufen. Schnuppertest. Riecht aber ganz lecker. Und dann der Kaffee hier. 2,95 für den Americano. Okay, das ja, ist schon höher. Würde ich sagen, geht aber noch. Aber dann hat er da noch zwei Espresso-Shots reingehauen. Keine Ahnung wieso. Das ist aber 1,20 extra. Macht insgesamt 4,15 €. Und das finde ich dann schon ein bisschen sehr teuer. Für diesen hier, das ist die größte Größe. Verglichen mit Starbucks ist es aber 1 Euro oder 50 Cent teurer. Und das geht ja mal gar nicht. Prost. Ja, aber der schmeckt ganz gut. Aber ist trotzdem viel zu teuer. Ich weiß auch nicht genau. Ich habe hier noch ein altes Foto. Das habe ich irgendwann mal gemacht. Ich glaube, das war bei der ersten Review. Und da steht 3,20 € hier. Iced Americano 3,20 € für den großen Cup. Ja, das ist, hängt nicht mehr dran. Man muss einfach, also da steht nicht mehr Iced Americano dran. Gibt es im Winter wahrscheinlich nicht oder so. Ja, 3,20 € würde noch gehen dafür, okay. 2,20 € für die eine kleine Stufe weniger würde auch noch gehen. Aber 4,15 €? Nee, Prost. Schmeckt aber. Ja, der Kaffee von Balzac Coffee gefällt mir ganz gut, aber jetzt muss ich hier was essen. Hör mal hier abbeißen, hier wie go. Ja, schmeckt super. Habt ihr schon mal eine schlechte Brezel gegessen? Also ich meine jetzt keine harte oder so, sondern eine frische Brezel, die schlecht schmeckt. Ich glaube, sowas gibt es nicht. Und die hier schmeckt auch sehr lecker. Mit Butter ist es richtig gut. Ist auch sehr salzig. Passt aber. Here we go. Finde ich gut. Sehr schön. Dann brauche ich mal noch ein. Ich weiß gar nicht, wie viel Koffein hier drin ist. Bestimmt so 250 Milligramm oder so. Prost. Bei Starbucks kann man sich das ausrechnen. Da hat ein Venti, glaube ich, 225 oder so oder 300. Ja. Rote Früchte. Was ist das hier? Das sieht nicht nach einer Himbeere aus. Was ist noch rot? Keine Ahnung. Ja, schönes Design. Und so wie das hier aussieht, schmeckt das alles auch. Er schmeckt so wie, ja, Essen von zu Hause. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja, mal kosten. Here we go. Schmeckt nach Hafer. Das Müsli. Und der Joghurt. Und die Früchte sind nicht süß, sondern mehr sauer. Ja. Ja, war eine Frucht unten drin. Ich glaube, es war eine Erdbeere. Ja, das war eine Erdbeere. Erdbeeren sind super. Aber alles ist ein bisschen säuerlich. Oh, hier. Ist das auch nur Erdbeere? Sieht so aus, oder? Ja, alles ist so ein bisschen säuerlich, aber das stört mich eigentlich gar nicht. Ist besser als zu süß. Das hier finde ich so gut. Here we go. Weiß nicht genau, womit man das vergleichen könnte. Ja, die Brezel geht vom Preis her, der Kaffee ist überteuert. Das weiß ich nicht, könnt ihr ja mal einen Kommentar schreiben. Prost. Da habe ich noch gesagt, ich möchte extra Eis haben. Ich meine, bei dem Preis, da kann man sich ja bestimmt was aussuchen. Aber irgendwie hat das keiner mitbekommen oder so. Oder nicht weitergegeben. Ja, bei Starbucks haben die so ein besseres System.
schreiben die es auf einen Becher rauf, vielleicht sollten die das ja auch einführen. Right here. Ja, die ist lecker. Und 1,50 ist für so einen Laden auch nicht wirklich sehr viel dafür. Ja. Sehr schöner, hochqualitativer Löffel. Wurde auch mit reingelegt, ohne dass man etwas sagt. Here we go. Ja, gefällt mir immer besser das Joghurt-Ding hier. Der Früchte-Joghurt. Ich dachte erst, es ist zu sauer, aber ist es nicht. Ja, ist gut. Gibt es nichts auszusetzen. Auch eine schöne Kombination. Und ein schöner Becher, der gefällt mir auch. Ja, dann werden wir mal die Brezel noch aufessen. Ja, und den Kaffee hier austrinken. Ach, und was mir noch gefällt, ist dieses Design von den Eiswürfeln hier. Das ist besser als bei Starbucks. Das sieht so richtig aus wie richtige Eiswürfel. Richtig durchsichtig, kantig, groß. Ja, das sieht geil aus. Aber ich will mehr haben. Prost. Jetzt könnt ihr sie sehen. Ja, so müssen Eiswürfel aussehen. Alles klar. Ja, bekommt alles einen Daumen nach oben. Schmeckt super. Wie, ja, von zu Hause oder so. Absolut nichts auszusetzen. Der Kaffee, zu teuer. Schmeckt trotzdem lecker. Ich mag den Bolzer-Kaffee. Brezel, super. Wie viel würdet ihr dafür bezahlen? Insgesamt 5 Euro, 3 Euro, 2,70 Euro, 2,19 Euro, 99 Cent. Ja, 8,15 Euro ist ein bisschen zu hoch, würde ich sagen. Aber das liegt eher an dem Kaffee hier. Der ist so 1,20 Euro zu teuer. Alles klar. Gibt aber trotzdem Daumen nach oben. Schmeckt super. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.